Smart auf Knopfdruck. Neue Lösungen und Technologien für die Smart Energy Solutions von morgen. Eines der Schwerpunktthemen der Elektronika in München. Thema Smart Grid ist ein sehr dynamisches Feld, ein sehr aktives, sich ständig veränderndes Feld. Und da muss man einfach am Laufenden bleiben. Und da bietet die Elektronika zum Beispiel auch eine super Plattform. Smart Grids binden sowohl zentrale wie auch dezentrale Erzeugungseinheiten und Verbraucher in eine Gesamtstruktur ein. Strom kommt nicht nur von den Kraftwerken und erneuerbaren Energien. Mit den Smart Homes werden die Verbraucher zunehmend selbst zu Erzeugern. Energiemanagementsysteme im Haus helfen hier, Energie zu sparen. Alle Komponenten sind vernetzt, steuerbar und programmierbar. Das intelligente Haus ist mittels Smart Meter an das Stromnetz angebunden. Die intelligente Vernetzung einer Vielzahl von Komponenten, eine der zentralen Herausforderungen für die Elektronikbranche. Ich glaube, das funktioniert überhaupt nur, indem sich die Hersteller vernetzen und gemeinsam Standards treiben, gemeinsam Schnittstellen definieren, damit eben das Gesamtsystem sich optimieren kann auch. Dafür haben die batterielosen Funksensoren von Innotion die internationale IRC-Standardisierung. Sie harvesten die Energie aus der Umwelt, etwa die kinetische Energie, um Daten zu übertragen. Das macht Gebäudeautomation interoperabel und hilft in so ausgestatteten Gebäuden bis zu 40% Energie einzusparen. Für zusätzliche Energieeinsparung ist vor allem eine Innovation der Elektronikbranche zentral, LED und vor allem OLED-Technologie, die beispielsweise das Unternehmen Osram im bayerischen Regensburg produziert. 30% Energieeinsparung, lange Lebensdauer, das sind die Vorteile. Und nicht nur das. LED und OLED bringen Hightech und Design näher zusammen. Osram konnte so in der jüngst eröffneten FC Bayern Erlebniswelt ganz neue Lichtdesigns umsetzen. Nicht zuletzt den ersten OLED-Leuchter. Das elektronische Licht ist dabei zentraler Bestandteil des Smart Grid. Das Smart Grid ist natürlich im Moment in aller Munde und hier wird sicherlich auch die LED eine große Rolle spielen. A, weil sie von vornherein ein sehr effizientes Leuchtmittel ist, aber natürlich auch über die Ansteuerungsmöglichkeiten sehr viele Möglichkeiten bietet, in der Zukunft hier in diese Systeme eingebunden zu werden und damit ein Optimum an Energieeinsparung zu gewährleisten. Smart Grid, Smart Metering, Gebäudeautomation, Energieeffizienz. Die Elektronikbranche scheint gut gerüstet für die Smart Energy Solutions von morgen. Doch wo Daten fließen, gibt es auch Sicherheitslücken. Professor Dr. Claudia Eckert forscht am Fraunhofer Institut ISEC an der Datensicherheit des Smart Grid. Im Smart Grid-Umfeld konzentrieren wir uns natürlich darauf, dafür zu sorgen, dass diese eben zukünftige sehr smarte Informations- und Kommunikationsinfrastruktur sicher ist, in dem Sinne, dass die Daten, die dort transportiert werden, nicht manipuliert werden können, dass sie nur in die Hände gelangen, die sie auch haben dürfen. Die Sicherheitsszenarien sind vielfältig. Denkbar sind sogar Hackerangriffe, die schlimmstenfalls das ganze Stromnetz lahmlegen. Die Forscher machen die Sicherheitslücken sichtbar. Ihr Fazit: Gerade bei Smart Metern gibt es enormen Nachholbedarf. Die Smart Meter, die derzeit noch flächendeckend eingesetzt werden, erfüllen im Wesentlichen noch nicht das Protection Profile, also die technische Richtlinie für den Sicherheitsstandard von Smart Metern, die jetzt erarbeitet wird, sodass man sagen kann, die meisten herkömmlichen Smart Meter sind angreifbar. Unter anderem mit diesem Problem wird sich die Elektronikbranche auf der Weltleitmesse Elektronika in München befassen. Die Messe spielt dabei eine herausragende Rolle. So eine Plattform wie die Elektronika ist, denke ich, eine ganz wichtige Plattform, um einfach die neuesten Entwicklungen dort auch darzustellen, um einen auch Austausch zwischen Anbietern und Nutzern zu haben. Die direkte Kommunikation ist nach wie vor das Wesentliche. Und diese Kommunikation findet wieder von 13. bis 16. November statt, auf der Elektronika 2012.